Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein ganz spezielles Unboxing für dich, denn es ist quasi eine kleine Vorab-Einsicht in die Glossybox Christmas Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox Christmas Edition ist immer eine ganz besondere Limited Edition und Spezialbox. Nicht nur, weil sie in einem speziellen Design daherkommt, sondern weil sie halt einfach auch immer ziemlich geile Produkte enthält, Leute. Ne? Da müssen wir mal sagen, wie es ist. Die kostet für Abonnenten 35 Euro, für Nicht-Abonnenten 45 Euro. Als Abonnent hat man immer die Möglichkeit, ein bisschen eher auf die Homepage zugreifen zu können, um sich die Box zu sichern. Und ja, deswegen empfehle ich es ja immer mal wieder, tatsächlich auch das Abo von der Glossybox abzuschließen, Leute. Ich finde es einfach cool und habe das ist quasi meine älteste Beautybox, die ich auch im Abo habe. Die Glossybox war die erste, die ich abonniert habe. Irgendwann ist auch diese Kooperation daraus entstanden. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Deswegen, die Box habe ich jetzt zugeschickt bekommen. Und ich habe auch eine weitere noch zugeschickt bekommen, die ich in diesem Video verlosen werde. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Yo, yo. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe hier auch mal zwei Rabattcodes eingeblendet. Das ist einmal Glossy Claudi, das ist der Influencer-Code. Damit müsstest du 20% Rabatt auf dein erstes Abo bekommen. Und Claudia-RSQ ist quasi mein Freunde-Werben-Freunde-Code. Damit müsstest du 5 Euro Rabatt bekommen. Ja, denn ich habe ja immer noch mein reguläres Abo am Laufen dran. Die Box wird es am 29.11. auf der Glossybox Homepage zu kaufen geben. Ich habe dir auch mal die Links und so dazu unten in die Infobox reingesetzt und ja. Ich bin aufgeregt, ich finde sie nämlich so unglaublich beautiful und ich möchte jetzt mit euch reingucken. 143 Euro Warenwert sollen hier drin enthalten sein. Schon mal ganz nice, ne? Wir haben hier nicht so eine klassische Box, die du aufmachst mit dem Deckel und so, sondern wir haben hier dieses marmorierte Design, was ja auch im Adventskalender aufgegriffen wurde. Aber hier ist es quasi in Blau und das finde ich sehr, sehr schön, sehr maritim irgendwie, edelmaritim. Und dann kann man das so aufklappen. Ich glaube, das erste Mal habe ich das bei irgendeiner Valentinstags-Edition gesehen, dass es so spektakulär war. Und dann haben wir hier den Boxeninhalt. Ich mache mal das Seidenschleifchen auf, ne? Und dann kann ich nämlich das Heftchen rausnehmen. Glossybox Christmas Limited Edition. Da haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und da gucken wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Nichts lieben wir mehr als kleine Freuden in der Vorweihnachtszeit. Mit dieser wunderschönen Christmas Limited Edition in atemberaubendem Marmor-Look setzen wir auch in diesem Jahr unsere Beauty-Tradition fort. Lass dich verzaubern von den 7 Produkt-Highlights dieser Box, verleih deinem Feiertags-Make-up ein glamouröses Touch-up und bring auch in deinen Alltag etwas mehr Schimmer und Sparkle rein. Diese Box ist wie gemacht für Beauty-Lover, die nach einem passenden Geschenk, ob für sich selbst oder für einen lieben Menschen, suchen. Worauf wartest du also? Mach das Schleifchen auf und lass den Beauty-Zauber seine Magie entfalten. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Ja, geilomat, oder? Die Produkte sind hier aufgeführt mit Preisen und mit weiteren Zusatzinfos. Und dann trinke ich mir einen Schluck, weil ihr merkt, irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Die Aufregung lässt grüßen. Und dann, ja. Leute, es ist ein goldenes Seidenpapier, was ich jetzt ganz vorsichtig öffne, weil ich möchte das super gerne als Geschenkbox auch weiterverwenden, ne? Oh, Hammer! Guck mal. Krasse Marken drin, oder? Okay, ich fange mit etwas an, was ich auch witzigerweise gerade in meinem Gesicht trage. Es ist dann auch die gleiche Marke. Und zwar habe ich hier so ein Milk Make-up Blush Stick in der Farbe Work. Ja. Den habe ich tatsächlich gerade in Anwendung. Der ist auch gerade unter meinem Puderblush hier drunter. Und ich habe den schon sehr, sehr gut aufgebraucht. Ich kann euch ja meinen zeigen. Der kommt auch ins Fullface Beauty Boxen dann auf jeden Fall mit rein. Guck mal, da ist nur noch bei meinem so viel drin. Der ist total super. Eine ganz tolle Konsistenz und lässt sich super schön einarbeiten. Eine ganz... Oh, finde ich das klasse, dass der hier mit drin ist, weil das ist ein ganz, 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 ganz gutes Produkt. Sonst hätte ich das auch noch nicht so weit aufgebraucht. Muss ich mir dann nachher nur notieren, weil der ist in meiner täglichen Routine drin, ne? Und immer zum Ende des Monats sammle ich alle Produkte zusammen, die ich so in Beauty Boxen
Glossyboxen drin hatte und mache daraus ein Schminki, damit ich euch einfach mal zeigen kann, wie die Schminkprodukte so in Anwendung sind. Das finde ich ganz cool. Und wie gesagt, hier ist der dann nochmal drin. Finde ich super. Habe ich ein Backup, weil wie gesagt, ist bald schon leer. Finde ich echt, echt cool. 6 Gramm sind hier drin enthalten. Und Milk Makeup ist einfach so eine interessante Marke. Ich habe noch nicht sonderlich viel von denen, aber das reizt mich. Ich habe einen Concealer von denen mittlerweile nachgekauft, weil Jennys Highlights den nochmal vorgestellt hat. Das Puder soll auch so geil sein. Das schwärmt Contra Junkie auch immer so von. Vielleicht hole ich mir das auch mal. Ich muss mal gucken. Aber den Blush Stick finde ich schon mal richtig, richtig geil. Und das ist ein guter Start, ne? Dann haben wir hier was von Sisley drin. Ja, hau raus, Krokette. Ist in Ordnung. Hair Ritual bei Sisley. Das ist ein Revitalizing Smoothing Shampoo mit Macadamiaöl. Das ist für die Haare und für die Kopfhaut. Hier sind drin 50 Milliliter und sowas finde ich auch super. Also wenn wir so Haarpflege drin haben, das haben wir nicht allzu häufig, finde ich. Also gefühlt so Shampoo, Conditioner, Haarmaske und so ist gar nicht so häufig in Beautyboxen vertreten, ne? Da freue ich mich drüber. Ne? Wenn dann auch die Kopfhaut ein bisschen Pflege bekommt, meine Kopfhaut ist empfindlich und das kann ich gut gebrauchen. Geil. Richtig geil. Oh, ich sehe hier schon was drunter, Leute. Das zeige ich euch direkt. Da hat meine Herzensmarke, tatsächlich Herzensmarke, kooperiert mit mal wieder mit der Glossybox. Und zwar rede ich von der Firma Dalton. Da gibt es auch aktuell mit dem Code BEAUTYCLAUDY 20%. Das ist ein Affiliate-Rabattcode, aber gönnt euch hart, ne? 20% auf das Sortiment. Und hier haben wir eine richtig coole Sorte drin. Und zwar die Algar Skin Food Ampullen. Das ist einmal die Ampulle Oh My Blush, die No Filter Needed, die Sleeping Beauty, die Stressless und die Multitasking Ampulle. Also 5 Klassiker von denen. Geil. Also ich liebe es, dass Dalton mit Glossybox jetzt immer mehr zusammenarbeitet. Wir hatten auch schon eine Augencreme von Dalton in einer Special Edition Box von Glossybox mit drin. Und jetzt hier feiere ich. Also geil. Gute Marke, Leute. Das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben. Ich bin Leben. Wir sind alle Leben. Also kommen wir in dem Sinne ja auch irgendwo aus dem Meer. Und wenn du Meereskosmetik hast, die ja sehr hautverwandt ist, ist das Ganze ziemlich fancy für einen selbst, weil hautverträglich. Finde ich gut. Dann habe ich hier noch ein bisschen dekorative Kosmetik drin und zwar von Josephine in der Farbe Glamorously Healthy. Da muss ich mal gucken, ob ich den nicht vielleicht sogar schon habe. Ne, habe ich nicht, weil das ist ein Liquid Highlighter. Ich habe davon nämlich ein Liquid Lipstick, aber nicht ein Highlighter. Das ist ja interessant. Da müssen wir mal gucken, was das für eine Farbe ist. Oh, wie schön ist die bitte. Die Farbe ist Clear. Übrigens, und das kommt auch in meinen Full-Face Beauty Boxen sowas von mit rein. Guckt euch mal die Farbe an. Die ist richtig schön hell. Das sieht ja sehr ansprechend aus. Hat so ein, ne, Applikator, süß, guck mal. Auch mit so einem Loch drin. Das ist auch mal eine ganz gute Geschichte eigentlich für Lippenapplikatoren. Weil wir haben Blush und Highlighter hier drin. Meiner ist jetzt so ein bisschen ins kühle Rosé-stichige, was für mich persönlich gut ist, weil ich habe einen neutralen bis kühlen Hautunterton. Das ist jetzt einfach nur mal geswatcht und nicht verblendet. Aber ich kann ihn jetzt gleich ja mal mit dem Finger ein kleines bisschen verblenden. Relativ fest in der Konsistenz, aber so schön. Das sieht schön aus. Also, ne, der verschmilzt richtig mit der Haut und das ist Spiegelglanz. Da hast du keinen Glitzer oder so ein Kram drin. Das mag ich ja jetzt schon, ne? Der wird ausprobiert. Das finde ich genial. Cruelty-free und vegan steht hier auch noch mit bei. Was willst du mehr, ne? Och, das ist schon eine gute Auswahl hier. Gucken wir mal weiter. Wir haben ja noch was von Huda Beauty drin. Ja, das könnte ich in mein Full Face Beauty Box mit aufnehmen. Mache ich aber nicht, weil ich nicht so gerne Liquid Eyeshadows verwende. Matte and Metal Melted Shadows. Ja, 2x2 Milliliter. Es ist cool, dass wir hier was von Huda Beauty drin haben. Das feiern wir ja alle immer ziemlich sehr, weil Huda Beauty einfach eine High-End-Brand ist. Und wenn wir die in der Box mit dabei haben, dann machen wir alle Luftsprünge. Wir haben hier so einen etwas kühleren Champagnerton und einen sehr metallischen Ton auch mit dabei. Ich weiß gar nicht, wie nennt sich das denn? Penthouse Suite tatsächlich. Und Cashmere Robe. Hört sich natürlich arschwitzig an, ne? Aber nee, verwende ich nicht. Deswegen wird das auf jeden Fall weiter wandern. Da ich noch nicht ganz zu Ende gepackt habe, den, boah, Sätze und deren Konstellationen sind bei mir manchmal ganz schön freaky, ne? Da der Adventskalender für meinen Monolidschatten Adventskalender noch nicht ganz fertig ist, könnte sein, dass es auch noch mit reinkommt. Wobei, das ist ja eigentlich in dem Sinne kein Monolidschatten. Das ist ja eigentlich ein Duo, ne?
Falls ihr da noch nicht reingeschaut haben solltet, schaut gerne in meinem Danke-Video vorbei. Da habe ich mich für 20.000 Abonnenten bedankt. Genau. So, ja, dekorative Kosmetik und Huda Beauty. Nein, ich mag leider nicht diese Art von Lidschatten. Dann habe ich hier ein Parfum drin. Oh, die Kalin Parfums, die sind echt schön. Ich glaube, die gibt es bei Rossmann auch zu kaufen. Mon Amour ist hier die Farbezeichnung, vor allem die Duftbezeichnung. Ein Eau de Parfum. Wow, 60 Milliliter. Das ist ein riesengroßes Ding. Und ja, ich habe super viele Parfums jetzt aktuell schon offen und ich habe Angst, dass die mir da kippen. Deswegen lasse ich das jetzt auch mal verschlossen. Ich kann ja mal nachschauen. Vielleicht steht im Heftchen drin, was wir hier für Duftnoten drin enthalten haben. Lust auf eine romantisch verträumte Duftreise? Trage diesen orientalisch-holzigen Duft auf, der dir das Gefühl von Luxus, Leidenschaft und Stärke vermittelt. Unergründlich und mit verführerischer Eleganz unterstreicht er deine geheimnisvolle Aura. Dafür sorgt schon im Auftakt unter anderem die leuchtende Blüte Jasmin Sambac, welche als sanfte und zugleich kräftige Blüte vollkommene Feminität symbolisiert. Abgerundet wird der Duft durch die cremige Tiefe von Moschus und Vanille, einfach zum Verlieben. Das hört sich schon sehr geil an, ne? Dann habe ich hier von Yves Rocher das Elixir Botanique, ein stärkendes Anti-Pollution-Serum. Oh, das finde ich interessant. Das finde ich auch schön. Yves Rocher ist eine schöne Marke. Und, oh, das sieht, guck mal, wie edel das aussieht, ne? Das ist so eine Glasflasche mit einer Pipette. Und, oh, ich hole das mal eben raus, weil das so, das kann man in der Kamera gar nicht so gut erkennen, weil das hat so Bubbles drin und so einen Farbverlauf. Ich glaube, so sieht man das ein bisschen besser, ne? Finde ich total beautiful. Und das ist halt so ein schönes Gesichtsserum, was man sich dann nach dem Toner aufgibt und vor der Feuchtigkeitscreme. Und ich kann das gut gebrauchen eigentlich, weil man hat jetzt einfach auch super viele Pollution-Geschichten, also diese Umwelteinflüsse von außen. Also ich würde es auch so empfinden, also nicht nur Abgase und so, sondern ich würde es auch so empfinden, wenn ich die Maske trage und zum Beispiel da mein eigener Atem ja die ganze Zeit drauf knallt und so, ne, dass meine Haut dadurch ja auch ein Stück weit gereizt wird und vielleicht hilft das ja. Ja, das kommt auf jeden Fall in meinen Backup-Schrank, dass ich das dann demnächst mal ausprobieren kann. Das fände ich sehr interessant. Das ist cool. Also das ist, glaube ich, ist das das letzte Produkt. Wir haben hier noch von Sisley ein bisschen Werbung mit dabei. Erhalte dein gratis Hair Ritual bei Sisley Mini Trio für gesundes und strahlendes Haar zu deinem Einkauf ab 80 Euro. Gültig bis zum 31.01.2022. Okay. Am Counter oder online kannst du das einlösen. Ja, ne, also bis Ende Januar 2022. Da muss ich mal gucken, weil bei Sisley bestelle ich jetzt oder bei... also für 80 Euro musst du dann ja bestellen, ne? Das wäre natürlich ein bisschen krass. So, das war jetzt aber tatsächlich die Christmas Limited Edition, für die man als Abonnent ja 35 Euro bezahlen würde. Und ich finde es gerechtfertigt. Warum finde ich es gerechtfertigt? Wir haben drei dekorative Kosmetikprodukte drin, plus Parfum, plus eine Ampulle, die du als Primer verwenden könntest. Also in der Theorie, also ich werde mir auch für mein Full-Face Beauty Boxen die No Filter, nein Quatsch, die... Ist das die No Filter Nieder oder Multitasking? Muss ich mal gucken, welche das jetzt nochmal war. Ich glaube, Multitasking war das, ne? Werde ich mir dann nehmen und dann quasi auch in das in meine Box reinpacken, dass ich da das dann quasi auch als Primer verwenden werde, wenn ich mich mit euch zusammen schminke. Wie gesagt, und dann haben wir Blush und Highlighter in richtig coolen Farben. Die sind jetzt nicht total abgespaced, sodass man die nicht tragen kann, sondern es sind halt mega tragbare Farben, die mir echt gut gefallen. Ne? Jetzt auch mit ausgeblendetem Blush. Der kommt jetzt sehr subtil hier rüber, aber der ist echt schön, ne? Und der ist halt auch langanhaltend. Wir haben nicht dieses obligatorische Lippenprodukt hier mit drin, was ich tatsächlich gut finde. Wir haben was für die Haare mit dabei, was fürs Gesicht. Wie gesagt, also ich finde die Box gelungen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und genau, ich habe aber auch noch einen Code. Und zwar kannst du, wenn du nicht Abonnent bist, mit dem Code ClaudiaLimited 5 Euro auf die Box auch noch sparen. Das finde ich ziemlich cool, ne? Also da kannst du die dann doch für 40 Euro bekommen und nicht für 45. Stimmt, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu erwähnen. Und ich kann ja auch eine Box verlosen. Also ziemlich viel los hier in diesem Video. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!